meine Lieben. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und das hier ist mein Podcast, in dem ich dir lehren möchte, wie auch du dein Haus mit Seele bekommen kannst. Und dieser heutige Podcast ist all denen gewidmet, die mir immer wieder schreiben, das kriege ich fast täglich, ach, so ein Haus kann ich mir nie leisten oder ich habe zu wenig Geld oder das bleibt immer nur ein Traum oder ganz, ganz schlimm auch noch, dass Neid durchkommt und beleidigend reagiert wird, so nach dem Motto, ja, die Leute, die das bauen, die haben, ja, sind stinkend reich oder sowas. Also dieses Ganze, wenn ich das lese jedes Mal, denke ich, mein Gott, wie begrenzt seid ihr denn? Also, euer Limit ist wirklich nur das, was ihr im Kopf denkt. Und ihr müsst euch eins merken, die Erfolgschancen in allen Dingen liegen immer bei 100%. Immer. Und deine Limitierung, die kriegst du weg. Und in dem heutigen Podcast sage ich dir ein ganz, ganz einfaches Mittel. Wenn du heute meinetwegen Normalverdiener bist und gehst zur Bank und kriegst nur so wenig Kredit, dass es vielleicht nur für ein kleines Haus reicht oder keine Ahnung, oder für noch gar kein Haus reicht, weil du noch vielleicht ganz jung bist, weil du eine Familie hast, weil vielleicht nur ein Verdiener da ist. Heute bekommst du einen Tipp, wie du dir den Samen pflanzt für so ein Haus. Alles, was du sagst oder tust oder denkst, das prägt sich in deinem Geist ein. Dein Geist musst du dir vorstellen wie eine hochsensible, riesengroße Festplatte. Und in dem Kopf von dir befinden sich alle Aufzeichnungen davon, was du irgendwann mal gesagt oder gedacht hast oder getan hast. Und wenn du diese begrenzenden Glaubenssätze hast, dass du zu wenig Geld hast, dann ist das für dich ein Fakt und der ist abgespeichert. Und irgendwann ploppt es halt wieder hoch, wenn du so ein Haus siehst, sagst, würde ich gerne haben, aber pupp, da kommt gleich das Unterbewusstsein hoch und dein Geist sagt dir, naja, kann ich mir ja eh nicht leisten. Und dann ist es auch so, dann kommt es auch so. Also, du kannst das aber deinen Geist umprogrammieren. Das ist auch relativ einfach. Es dauert etwas Zeit einfach. Und du musst halt kontinuierlich daran arbeiten. Wenn immer das Gesetz ist, wenn immer du etwas tust, wird ein Samen in deinem Geist gepflanzt, der irgendwo heraustritt. Das ist wie beim Bauer. Der, wenn der Tomaten ernten will, dann muss er einen Tomatensetzling setzen. Oder wenn er Korn ernten will, dann wird er ein Korn pflanzen. Oder wenn du eine Eiche selber haben willst, musst du eine Eichel in die Erde stecken, um dass eine Eichel daraus kommt. Es wird nicht sein, dass du eine Eichel reinsteckst und es wächst ein Bananenbaum. Das ist nicht. Das ist nicht der Fall. Das Leben ist keine Lotterie. Das Leben folgt nach Gesetzmäßigkeiten. Und also im 14. Jahrhundert gibt es einen buddhistischen Spruch, den ich ganz toll finde, was auch, der heißt so, was auch immer du dir vom Leben wünschst, musst du zuerst für jemand anderen tun. Und das ist der Schlüssel, das ist so einfach. Also, wenn du diese limitierenden Glaubenssätze hast, willst aber so ein Haus haben, dann suche dir einfach jemanden, der ein Haus baut und helfe ihm dabei, das Haus mitzubauen. Sag jetzt nicht, du kannst ja nichts oder irgendwas, also das ist Quatsch, malen kann jeder. Oder es kann zum Beispiel auch jeder die Baustelle aufräumen außen. Müll ist sehr teuer, wenn man den wegschafft und wenn man das alles teilt und auf den Werkstoffhof bringt, dann hat man auch gespart. Das ist so einfach, es ist wie ein Echo, also wenn du irgendwo gegen die Wand sprichst, kommt das Echo zurück. Und so ist es auch, wenn du jemanden beim Bauen hilfst. Ich kenne das zum Beispiel gar nicht anders. Als ich jung war, ein Kind war, dann bin ich in der DDR groß geworden. Und wenn jemand gebaut hat, dann hat der ganze Ort dort geholfen. Und wenn der Nächste gebaut hat, haben auch wieder alle mitgeholfen. Und so hat immer jeder jedem geholfen, bis er sein Haus hatte. Und das ist eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit. Du hinterlässt, wenn du jemandem hilfst beim Bauen, so viel Abdrücke in dir selber. Also da werden so viel Samen gesetzt. Du solltest es ohne Erwartungen machen. Also du solltest nicht mit der Erwartung hingehen, wenn ich dir helfe, dann hast du mir auch zu helfen. Das kommt, die Gesetzmäßigkeiten des Lebens funktionieren anders.
Gib es gerne, mach es gerne, freue dich, dass du den Samen setzt, weil du gewiss sein kannst, dass du dann auch ein Haus bekommst. Und na klar, freiwillig wird dir der, dem du geholfen hast, helfen. Das ist sicher. Wenn du es so gern gibst, wird er es auch gern geben. Und du hinterlässt, oder bei dir hinterlässt es im Geist ja nicht nur den Abdruck des Gebens, sondern du lernst auch etwas zu tun. Du lernst, wie die Baustelle funktioniert. Du bist so viele Schritte deinem eigenen Traum weiter. Das ist für mich die beste Methode ist, wie du diesen Traum dir selber erfüllen kannst. Also, ich hoffe, das hat dir jetzt einen kleinen Ansporn gegeben, einen kleinen Input gegeben. Und für alles andere, für alles, was du brauchst, dann hör dir einfach diesen Podcast an. Ich erzähle hier Stück für Stück, wie ein Haus gebaut wird. Du kannst hier alles lernen. Ich gebe 80% all meines Wissens raus, 20% werden dann auf unserer Internetseite herunterladbar sein und müssen auch bezahlt werden, weil wir einen großen Aufwand damit haben. Aber mit 80% setze ich dich in der Lage hier schon, dass du dein Haus selber bauen kannst. Und vielleicht reicht es sogar schon. Ja, vielleicht kannst du es damit sogar schon abdecken. Also, nun wünsche ich euch oder dir ganz viel Erfolg. Suche mal deinen Baupartner, starte am besten gleich heute, überlege, wer in deinem ganzen Bekanntenkreis baut und wenn du jetzt damit beginnst, dann wird er dir auch zulaufen, das ist ganz sicher. Okay, also, jetzt hoffe ich, ich habe dich inspiriert und gerne höre ich deinen Kommentar oder lese deinen Kommentar unten hier bei mir in den Shownotes. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg in der Umsetzung und in diesem Sinne alles Liebe, deine Carmen. Thank you.